Snapchat. Woo! Hallo Leute, heute habe ich wieder ein Q&A, also Fragen und Antworten Video für euch. Und zwar habe ich euch vorhin erst auf Snapchat gefragt, was ihr denn so für Fragen habt. Und da habe ich auch schon sehr viele Snaps bekommen und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an. Und falls da Fragen drin sind, die vielleicht ihr euch noch stellt, die aber in diesem Video nicht beantwortet werden, dann könnt ihr mal bei meinen anderen Q&As vorbeigucken. Die verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Und hier oder hier in der Ecke ist auch noch so ein kleines i, da könnt ihr mal draufdrücken. Da findet ihr auch noch ganz viele Videos zu dem Thema. Und sonst schreibt ihr mir eure Frage einfach mal hier unten in die Kommentare und dann seid ihr vielleicht mal in einem anderen Video mit drin. Übrigens für die Leute, die mir nicht auf Snapchat folgen, ich heiße dort Lenas Lifestyle, also so wie hier auch. Ich schreibe es euch gerne nochmal hier unten hin. Folgt mir einfach und dann seid ihr immer live mit dabei. Ich habe nichts verstanden. Angelina. Sorry. Ich kann dir leider keine Antwort drauf geben. Warum macht ihr das denn immer so schnell? Ich verstehe da nichts, Leute. Elena, meine Frage ist, in der Prüfungsphase, warum hast du dich nicht so besoffen? Woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Ich frage mich dann auch am Ende, woran hat's gelegen? Und ja, woran hat's gelegen? Ich weiß auch nicht, woran hat's gelegen? I don't know. Okay, Elena. Dann habe ich heute leider keine Frage für dich. Lena, viele Grüße aus Paris. Wie geht's dir? Kennst du es noch? Das brauchen wir uns. Jetzt haben wir eine Frage per Video geschickt. Oh, wie süß. Die waren einfach mal mit mir in der Stufe. Und ja, ich freue mich gerade voll. Ja, dankeschön. Auch viele Grüße nach Paris zurück an euch. Caro und Chrissy. Ja, cool. Und mir geht's gut, by the way. Meine Prüfungen sind rum. Wuhu! Was war dein peinlichstes Erlebnis? Was war mein peinlichstes Erlebnis? Also ich bin generell so ein Mensch, ich finde viele Sachen einfach nicht peinlich. Viele Sachen, vor allem die andere Leute, sehr peinlich fänden, aber ich bin dann immer so... Jo, egal. Entweder mich kennt hier eh keiner oder, ja, keine Ahnung. Ich habe hier unten verlinke ich euch mal ein Video, da habe ich auf jeden Fall was erzählt, was mir damals peinlich war. Das war nämlich das Peinlichste, was mir in der Schulzeit so passiert ist. Ja, aber das habe ich schon mal in einem anderen Snapchat Q&A beantwortet, deswegen verlinke ich euch hier unten. Oder auf dem i, hier oder hier, I don't know. Wirst du nächstes Jahr auf dem Video-Days in Köln sein? Hi Lena, wirst du mal deinen eigenen Merch rausbringen? Das sind schöne Fragen. Also ich bin diesmal leider nicht auf den Video-Days in Köln, weil ich es zeitlich nicht schaffen konnte. Nächstes Jahr kann ich euch noch nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen hinzugehen. Und mein eigenen Merch, an sowas habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Ich bin ja noch so bei den kleinen YouTubern mit dabei, aber cool wäre es auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht Nein sagen. Oh, das ist eine gute Frage, weil ich habe da ja eh schon mal Andeutungen gemacht, dass die vielleicht etwas kürzer werden, weil die sind ja schon... Ich habe die letztens mal gemessen, ne? Die sind fast einen Meter lang. wie kurz jemals. Also ich finde ja Longbob auch sehr cool, ne? Aber ich glaube, dass mir das nicht stehen wird, weil ich so ein rundes Gesicht habe und das betont das Ganze ja nochmal so ein bisschen. Aber so das kürzeste... Ja, Longbob? Longbob? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fändet, wenn ich mir einen Longbob, also so bis hier, bis zum Schlüsselbein, wenn ich mir das schneiden lassen würde. Ich bin da noch sehr, schon arg kurz, aber cool fände ich es auf jeden Fall. Schreibt mir mal, ob ihr euch das vorstellen könntet an mir. Ich habe eigentlich gar keine richtige Frage an dich, ich wollte einfach nur mal fragen, wie es dir geht. Mir geht's gut, dankeschön. Oho, Lena, was hast du für ein Gefühl, wie deine Prüfungen verlaufen sind? Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und liebe Grüße.
Dankeschön, liebe Grüße zurück. Ja, ich habe ja 13 Klausuren geschrieben innerhalb von 1,5 Wochen. Und die erste Woche waren schon mal 10 Klausuren, das heißt im Schnitt 2 am Tag. Und es war schon echt hart. Ja, ich glaube, die waren ganz okay. Ich hoffe mal, dass ich überall durch bin. Bei einer Prüfung bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Aber ja, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Und jetzt warte ich erstmal ab. Und wenn ich was nachschreiben muss, dann ist es halt so. Also, I don't care. Hast du einen Freund? Lena, sorry, dass ich so aussehe. Ich bin ein bisschen krank, aber trotzdem wollte ich dich fragen, wann du mal ein Fan-Treffen machst, zum Beispiel in Mannheim oder Karlsruhe. Und Quatsch, du sahst voll hübsch aus. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass du leicht krank bist oder so. Ich fand dich hübsch. ja, ich habe einen Freund. Und der möchte aber nicht an die Öffentlichkeit. Und ich würde sehr gerne mal ein Fan-Treffen machen. Ihr müsst mir mal sagen, also so Mannheim oder Landau oder Karlsruhe wäre für mich super easy, weil ich da ja überall wohne. wo es euch am besten passt, also jetzt so ganz weit weg, schaffe ich zeitlich leider nicht, aber so Mannheim oder Karlsruhe oder auch Landau gerne, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mich würde es auch mal generell interessieren, wo ihr herkommt, deswegen ab in die Kommentare damit, wo ihr gerade wohnt. Hallo Lena, ich bin die Sina. Ich wollte mal fragen, ob du mich vielleicht in einem neuen Video grüßen könntest. Das wäre echt nett von dir. Dankeschön. Oh, hallo Sina, du bist somit in meinem neuen Video und du bist gegrüßt. Hi, meine Frage ist, welchen Snapchat-Filter magst du am meisten? Genau diesen hier, den sie eben drauf hatte. Warte, ich mach nochmal hier. So, Moment. Den hier, der ist ganz toll. Ich mag den. Ich mag auch den mit dem Blumenkranz, aber dann kam der hier raus und, sorry. Den kann man einfach nicht überbieten. Da kann man aussehen wie Crab und man sieht trotzdem nice aus. Also, der ist sehr cool, auf jeden Fall. Wenn es ein Buch über dein Leben geben würde und deine Zukunft da drin stehen würde, würdest du es lesen? Oh, das ist voll die schwere Frage. Ein Buch über die Zukunft, ob ich es lesen würde. Also einerseits wäre ich da, glaube ich, schon sehr neugierig. Andererseits stehen da bestimmt auch Sachen drin, die ich so gar nicht wissen will. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich meine Zukunft verändern wollen würde, nur weil ich meine Zukunft kenne. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich würde ich es trotzdem lesen, weil es mich einfach interessiert. Aber dadurch würde ich ja schon quasi in meine Zukunft eingreifen, weil ich dann wüsste, was passiert. Und dann würde ich vorher schon denken, okay, mache ich das vielleicht anders? Und dann so unterbewusst, wisst ihr? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Voll philosophisch hier. Ich glaube, ich würde es trotzdem lesen. Ich glaube, ich wäre zu neugierig so. Beantwortet ihr mir mal die Frage, das würde mich sehr interessieren. Wenn es ein Buch über deine Zukunft gäbe, würdest du das Buch lesen? Das ist eine gute Frage. Könnt ihr mir gerne mal unten in den Kommentaren beantworten. Also ihr habt jetzt, glaube ich, schon sehr viele Fragen, die auch ihr beantworten dürft in den Kommentaren. Und damit schließe ich jetzt dieses Snapchat Q&A ab und freue mich, wenn ihr mir zahlreich auf Snapchat folgt. Hier nochmal mein Name. Und sonst könnt ihr mich kostenlos abonnieren für noch mehr Videos. Findet ihr sonst alle Infos hier unten in der Infobox. Und damit würde ich jetzt sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.